Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute gibt es einen Produkttest und zwar teste ich magnetische Wimpern. Die Firma hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, darüber zu berichten, und ich habe gesagt, ich probiere das aus. Sie hat mir das zugeschickt, kostenlos zur Verfügung gestellt, und jo, legen wir jetzt einfach mal los. Lieferung hat ein bisschen länger gedauert, auf jeden Fall mindestens 3 Wochen. Das heißt, die werden aus Asien verschickt. Das heißt, man muss auch wirklich mit einer längeren Lieferzeit rechnen. Das kommt in so einer Kartonage, und in dieser Kartonage befindet sich dann das Produkt eingewickelt in so einem, ich weiß nicht, wie das Papier heißt, auf jeden Fall ist es eingewickelt, kommt es da in diesem Karton, und dann muss ich es öffnen, und dann befindet sich in diesem Karton die Bedienungsanleitung. Dann befindet sich dort ein Applikator, und das sind dann die magnetischen Wimpern. Das ist verpackt in einem in einer Plastikpackung, und in dieser Plastikpackung befindet sich dann nochmal eine Verpackung, und ich sehe schon, dass die Wimpern so ein bisschen durcheinander geraten sind durch den Versand wahrscheinlich. Ja, das ist ein ganz normaler Applikator. So, ich komme mal näher dran. Und zwar befinden sich hier die Wimpern für den oberen Bereich, oberen Wimpernkranz, und die kleinen Wimpern sollen ebenfalls für den oberen Wimpernkranz sein, allerdings dann halt hier unterhalb. Ne? Oben Wimpernkranz, und die kleinen werden dann hier unten verteilt. Ja, das Lustige ist, die sind ja durcheinander geraten, und hier unten steht ganz genau, wo man diese platzieren soll. Und da sie jetzt durcheinander geraten sind, weiß ich nicht, wozu, in welches Fach diese verehrten Wimpern reingehören. Das muss ich jetzt mal eben herausfinden. Dieser Unterbereich hier, das in Silber, ist magnetisch. Das heißt, ich kann hingehen und das Ganze abnehmen und wieder drauflegen. Es klebt nichts, sondern wird mit Magnetfunktion festgehalten. Hier befinden sich diese dickeren Stellen, und dort werden dann die anderen kleinen unteren Wimpern wahrscheinlich positioniert. Das ist doch kein Applikator, den man so bei DM kaufen kann, sondern der ist auch leicht magnetisch. So, jetzt versuche ich, die Wimpern auf den Applikator so zu positionieren, dass die Magnetbereiche genau gegenüber liegen. Oh, das wird schwierig. Gerade, ich habe da ein Problem mit. Also ich versuche, die so zu positionieren, dass die auch exakt in der richtigen Position liegen. Und ich sage euch, das ist eine Frickelarbeit. So, und dann soll man hingehen und die dann hier anbringen. Ich brauche mal einen Spiegel. Jo. Also das Ganze nochmal. Ich bin jetzt hingegangen, habe mir eine Pinzette geholt, weil ich das einfach nicht mit meinen Fingern hinbekomme, mit meinen Nägeln, die richtig zu positionieren. Ah! Scheiße. Irgendwie. Ah, schon wieder runtergefallen. Das kann doch wohl nicht sein. Das geht nicht. Oh. Ah. Das muss da unten hin.
So. Und das andere muss dahin. Aber es funktioniert nicht. Ich glaube jetzt. Moment. So, der andere. Bitte, bitte bleib. Bitte, bitte. Ich habe doch keine Zeit für sowas. Naja, na. Ne. Ich habe da echt keine. Sorry, aber ich habe da echt keine Geduld zu. So, ich hab's. Oh Gott, hoffentlich klappt das jetzt. Ich habe die jetzt eigentlich richtig positioniert. Sorry, Leute. Ey, ich bin bestimmt eine halbe Stunde dran, nur um diese Wimpern in die richtige Position zu bringen. Und die fallen mir tausendmal runter, millionenmal runter auf den Boden. die kleinen Dinger. Ich habe noch mal so ein bisschen mich informiert. Und zwar habe ich noch eine zweite Variante gefunden, wie man diese Wimpern aufs Auge bringen kann. Und zwar ohne den Applikator, weil das finde ich ziemlich, das ist eine Frickelarbeit und funktioniert bei mir nicht, wie ihr gesehen habt. Aber es gibt auch eine andere Variante und die möchte ich euch gerne zeigen, beziehungsweise ich möchte die gerne ausprobieren. Ich habe mich jetzt nur eingelesen und mir das Anwendungsvideo angeschaut. Das steht nämlich das geht nämlich ganz anders, als auf der Bedienungsanleitung steht. Also ich habe erstmal nach der Bedienungsanleitung versucht, die Wimpern aufs Auge zu bringen, hat nicht funktioniert und jetzt versuchen wir mal die zweite Variante. Man muss es quasi hier oben anlegen. Sieht man überhaupt was? Und dann aha, okay. Okay. Dann nehme ich den nächsten Punkt. Ja, ich glaube, den letzten habe ich nicht richtig dran gemacht, oder? Okay, ich mach's nochmal. Aber es war schon besser. Hanni, lass das. Habe ich geschafft. Und dann der letzte Streich. Hanni! Was machst du da? So, dann versuche ich das hier nochmal. Ich krieg das nicht. Es tut mir echt leid. Es tut mir echt leid, Kinder, aber ich kriege das einfach nicht hin. Ich kriege den letzten nicht hin. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. So. Also. Das hätte so schön sein können, weil die Wimpern wirklich sehr natürlich aussehen. Also ich bin von der Wimpernform, von der Fülle, von der Natürlichkeit absolut begeistert, muss ich sagen. Aber ich kriege es einfach nicht hin, das vernünftig auf mein Auge anzubringen. Schaut euch das mal an. Also ich finde, das ist von der Form her wirklich sehr, sehr natürlich und sehr schön. Mein Fazit dazu. Die Wimpern sind wunderschön. Sie sind weich. Man spürt sie, wenn man sie richtig angebracht hat. Nee, man spürt sie auch so gar nicht. Sehr, sehr schön. Aber die Anbringung ist für mich persönlich ein bisschen zu anstrengend, zu zeitaufwendig. Beziehungsweise ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn man da ein bisschen mehr Übung reinbringt, wenn man das öfters macht und irgendwann, irgendwann hat man es raus. Und da finde ich die Wimpern ganz, ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Und man kann die dann ganz einfach abmachen und wieder zurück ins
Kästchen legen. Ne? In dieses Kästchen legen. Und das Tolle ist, dass man die dann auch immer wieder verwenden kann. Ich habe einen Gutscheincode bekommen von der Firma. Werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal reinschauen. Und ich würde, am Anfang hätte ich den Code nicht reingeschrieben, aber jetzt mittlerweile mit dieser, mit dieser Variante des Auftragens absolut empfehlenswert. Von daher, Code ist unten in der Infobox. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn du keines meiner Videos verpassen möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.